Hallo zusammen, da bin ich wieder. 2 Wochen war ich im Urlaub und jetzt, ich habe mich so sehr auf den Urlaub gefreut und umso mehr habe ich mich jetzt heute Morgen auch wieder gefreut, hier bei uns im Stoffladen zu sein und für euch natürlich das erste Live wieder zu machen hier von mir heute Morgen. Wie gesagt, also der Sommer ist noch nicht vorbei, aber der Herbst steht natürlich vor der Tür und dementsprechend habe ich euch heute ein bisschen was gerichtet, ein bisschen was zusammengesucht, dass ihr einfach so ein bisschen Geschmack und ein bisschen Freude auf den kommenden Herbst habt und damit ihr euch jetzt voller Elan und mit frischer Kraft und aus dem Sommerurlaub einfach an die Nähmaschine schmeißen könnt und neue Sachen nähen. Ich habe ein Heft für euch. Und zwar ist das von Hilco, die Fashion Trends. Das ist dieses hier. Da habe ich euch einfach ein paar Stoffe rausgesucht und hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Genau, ich habe euch ein paar Stoffe hier aus dem Heft zusammengesucht und zeige euch dann auch gerade die Schnittmuster und ein paar Besonderheiten dazu. Und ich habe noch ein bisschen Wolle da. Die Evi hat natürlich zwischenzeitlich immer gestrickt. Die Evi ist immer am Stricken. Ich war im Urlaub sozusagen Handarbeitsurlaub. Ich habe wunderschöne Tage mit der Familie verbracht und war viel, viel, viel draußen unterwegs mit dem Rad und ich war schwimmen. Und jetzt bin ich wieder im Stoffladen, zeige euch tolle Ideen und ich werde mich auch wieder an die Nähmaschine schmeißen. Ich fange an. Ich habe mir das ein bisschen vorbereitet. Das erste ist diese wunderschöne Jacke. Das ist eine Kurzjacke mit einem Reißverschluss, also wirklich ein wunderschöner Ersatz für einen Blazer oder für eine Strickjacke. Einfach so ein bisschen Chanel-Stil und in dem Heft gibt es das Schnittmuster und ich habe das Heft und den Stoff dazu. So, das ist der wunderschöne Stoff dazu in Orange. Mit Lila, unterschiedliche Lila und Orangetöne, wunderschön, hat diese typische Chanel-Optik und hat diese typische Chanel-Fransenkante, die ihr nicht wegschmeißen dürft beim Zuschneiden, sondern benutzt sie einfach für irgendwas wieder. Das kennt ihr ja inzwischen von uns, also das ist wirklich wunderschön, ganz weich, ganz kuschelig. Ich guck mal, wie kuschelig das ist. Ja, das ist aus Wolle, Baumwolle, Polyester und noch mehr Polyester und 3% andere Fasern, was immer das ist. Aber es ist 27% Wolle drin und 30% Baumwolle. Also es ist auch Wolle drin, das heißt, es ist also sehr, sehr warm und kuschelig. Ja, so sieht es aus. Eine wunderschöne, ganz, ganz tolle, auch eine tolle Herbstfarbe. Doch ein leuchtendes Orange mit diesem lila Pink. Also hat ganz, ganz viel Energie, ein bisschen Lila drin und ist trotzdem auch in den Herbst angekommen. Und der Stoff, was kostet der? Ja. So, wir haben eine Breite von 1,45 und der Meter kostet 55,90 Euro für dieses wunderschöne Modell in dieser Fashion Style. Nee, nicht Fashion Style, Fashion Trend. Ja, Trend heißt dieses Ding. Zeigt euch das Modell nochmal. So sieht das aus. Die haben da wirklich ein kleines Jäckchen draus gemacht. Sehen wunderschön aus. Und das ist natürlich ein Teil, was man viele, viele Jahre tragen kann, weil das ist ohne Kragen, hat Reißverschluss und aufgesetzte Taschen. Und es ist wirklich super easy zu machen. Nicht so kompliziert. Hat im Ärmel, ich habe auch kein zweiteiliger Ärmel, auch wirklich ohne Schnickschnack gerade gemacht. Auch für Leute, die noch nicht so viel Näherfahrung haben, durchaus zu machen. Das war Stoff Nummer 1. Hat er euch gefallen? Wenn ihr ihn haben wollt, könnt ihr ihn bei uns haben. Oder bestelle. Macht einen Telefonanruf, schreibt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp oder auch über Instagram. Und wir würden euch innerhalb von Deutschland diese Sachen, die ich euch heute zeige, natürlich auch gerne zuschicken. So, und das zweite ist ein Heavy Jersey. Ein Kleid mit einem Raglan-Schnitt. Schaut mal hier. So sieht das Kleid aus. Hier wunderschön, da ist die technische Zeichnung. Hat aufgesetzte Taschen und unten noch so ein Bündchen dran. Kann man machen, muss man aber nicht. Und aus Erfahrung weiß ich, diese Kleider mit diesem Raglan-Schnitt, mit diesem etwas weicheren Kragen, schaut mal, das sieht so aus. Man ist also eigentlich ist man nett angezogen, aber es ist nicht so eng und nicht so krass streng oder so, sondern man ist einfach so weich angezogen, hat ein bisschen Wärme im Nacken und es sieht super lässig aus. Schaut mal, so sieht es nochmal aus.
das Modell dazu in dem Heft und den Stoff habe ich natürlich auch wieder. Das ist der Stoff dazu. Schaut mal, so sieht es aus. Ich drehe euch mal ein bisschen. Moment, wir haben kein Erdbeben, sondern das bin ich an der Kamera. So sieht der Stoff aus. Also wirklich wunderschön. Eine tolle Farbe. Tolle Kombifarben. Kann man natürlich alles jetzt im Herbst kombinieren. Wunderschön. Man könnte auch diese Jacke dazu anziehen. So. Diese Jacke könnte man auch dazu anziehen, weil das Orange und Lila kommt natürlich auch wieder vor. Der perfekte Kombipartner als Jacke zu diesem Kleid. Das ist ein Heavy Jersey, davon haben wir schon einige Qualitäten gehabt, auch in den letzten Jahren, die von Hilco schon diese Qualität gekauft haben, wissen, wie zuverlässig und wie angenehm diese Qualität ist. Und man ist einfach angezogen und es ist super bequem. Wir haben 86% Viskose, 12% Polyester und 2% Elastan. Er ist relativ schwer und ist nur 1,30 breit, kostet dann 29,90 Euro den Meter. 29,90 Euro für dieses wunderschöne Stöffchen. Also wirklich sind alle tolle Farben, alle Herbstfarben sind hier drin. Auf diesem beige melierten Grund und hat auch so eine Flamé-Optik, also ist wirklich super schön. Finde es super schön gelungen, auch diesen Druck, der ist wirklich richtig toll. 29,90 Euro dafür. So sieht's aus. Toller Stoff, tolles Kleid in dem Heft. Das war dieses hier. War Nummer 2. Es geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlag geht da. Und jetzt habe ich wieder, da gibt es einen Schnitt. Es sind 3 Jacken. Es ist immer derselbe Schnitt, aber es sind so unterschiedliche Stoffe, dass es wirklich eine komplett andere Geschichte wird. Schaut mal, ich habe einerseits diesen Schnitt in einem Fischgrat, in einem blau-grau Fischgrat. Das ist schon ein bisschen, es ist zweireihig gemacht. So ist der da drin. Hat hinter einen Schlitz. Derselbe Schnitt haben die aus einem Vlies, aus einem Teddy-Vlies gemacht. Die eine Seite ist Vlies, die Innenseite ist Teddy. Es ist derselbe Schnitt, kaum zu glauben, aber wirkt viel, viel sportlicher, ist natürlich dann ungefüttert und eine tolle Sache. Und dann gibt es die ganze Geschichte aus einem Wollflausch, dieses hier. Auch das ist wieder dasselbe Schnittmuster, es ist wirklich fantastisch und es ist tatsächlich jedes Mal eine ganz andere Geschichte aus Wollflausch, aus Teddy und Vlies und aus einem Wollfischgrat hier gemacht. Ein tolles Stück, hat wie gesagt, hat Leistentaschen, ist doppelreihig gemacht, hat hinter einen Schlitz. Eine tolle Sache. Und jetzt zeige ich euch die Stoffe dazu. Ich habe diesen blauen Fischgrat. Das ist er. So sieht er aus. Tolles Stoff. Klassisches Fischgratmuster. Wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das ist wieder ein Mantel, der wird dann nicht ganz so schwer. Das ist so für den Übergang oder wenn man so viel mit dem Auto unterwegs ist, braucht man ja nur so eine letzte Hülle, um sich ein bisschen vor Wind und Wetter zu schützen, weil man ja nur eben gleich aus dem Auto huscht in den Laden oder ins Geschäft und dann wieder zurück oder irgendwie nicht lange draußen ist, dann kann man solche Mäntel vor allem in unseren Breitengraden natürlich gut gebrauchen. Wir haben 33% Wolle, 29% Polyester. Dann haben wir 28% nochmal ein anderes Poly, also zweimal Poly. Es sind 6% Seide drin und 2% Elastan. Also wirklich ein Mischmasch, ist auch Wolle drin. Wolle ist drin und 33%. Also wirklich ein schöner, griffiger Stoff. Schaut mal, so sieht er von nahem aus. Er ist auch weich, er ist nicht so kratzig, wie man so einen Wolltweed sich normalerweise vorstellt. Das heißt, auch wenn da ein bisschen was von dem Wolltweed am Hals oder so ist, ist es nicht super kratzig. Und der ist 1,45 breit und kostet 49,90 Euro für dieses schöne Stöffle. Das ist die Variante Nummer 1 von diesem wunderschönen zweireihigen Kurzmantel, Langjacke. Dann habe ich den Flausch.
den Teddy und Fließflausch habe ich leider nicht in dieser, in diesem Bordeaux, habe ich leider nicht hier, aber ich habe ihn in einer anderen Farbe. Das ist der hier. Der sieht super kuschelig aus und der ist wirklich super, super, super kuschelig. Das ist die eine Seite, dieser Teddy, der hat Locken, so wie ich. Eine lockige Geschichte, ganz, ganz weich. Und die andere Seite ist ein super hochwertiger, ganz feiner Vlies. Also Double Face, hier, so gemacht. Wirklich super weich. Und der ist aus 100% Poly gemacht. Da brauche ich auch gar nicht gucken. Kann eigentlich nur so. Genau, 100% Polyester. Ein Vlies Teddy steht da dran. Und da sind wir bei einer Breite von 1,45 und der Preis ist dafür 34,90 Euro der Meter. Diese Geschichte, das ist so, Vlies und Teddy. Na? Double Face. Auch für irgendwelche Sweater, für große Homeshirts, einfach so für ganz, ganz kuschelige Geschichten. Oder ihr nehmt doch einfach 2,20 Meter davon mit und deckt euch auf dem Sofa zu. Kann man auch machen. Den habe ich auch noch in einem dunklen Petrol, habe ich den auch da. In dem Dunkelrot, wie er im Heft ist, habe ich den leider in der Kürze der Zeit nicht gefunden. Entweder er kommt noch oder er ist schon weg. Kann ich euch nicht genau sagen, aber wie gesagt, in diesem wunderschönen Rost ist er da und in einem wunderschönen Petrol. 34,90 Euro dafür. Und das letzte war dieser Wollvlies, den braune, den habe ich da. Und das ist der. Ganz, ganz klassische Winterfarben in Ocker, in Kamelbraun, Schwarz, Grau. Das heißt, das könnt ihr durch eure ganze Winter- und Herbstgarderobe hindurch, könnt ihr den dazu nehmen, weil der passt zu all diesen Farben. Ich weiß, dass die allermeisten gerade diese klassischen Winterfarben tragen und natürlich wäre dann so ein Mantel der ideale Kombipartner für all eure Sachen, die ihr schon im Kleiderschrank habt, weil wir müssen natürlich auch ein bisschen ökologisch denken. Wenn man ein tolles Teil macht und das zu den anderen Sachen im Kleiderschrank passt, haben wir natürlich auch was nicht nur für den Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt getan. Also hier, wunderschöne Wollflausch, das war die dritte Variante wieder. Ganz, also selber Mantel, drei ganz unterschiedliche Stoffe und dreimal eine ganz andere, unterschiedliche Interpretation derselben Sache. Wir haben hier 70% Wolle und 30% Polyester. Das macht man da rein, um es einerseits ein bisschen pflegeleichter zu machen und gibt eine gewisse Festigkeit in dem Wollgewebe. Genau. Und wir haben 69,90 Euro bei einer Breite von 1,60 Meter. Das ist das hier. Ich zeige es euch nochmal im Ganzen. Wenn man dann noch so ein kurzes Stück zeigt, ist ja blöd. So sieht das aus. Wirklich wunderschön in diesem Wellenmuster. Kleine und große Wellen in Braun, in Ocker, in Grau. Es ist alles drin und der ist wunderschön. Der ist richtig flauschig. Das ist so ein richtig dicker Mantelflausch für einen richtig schönen Wintermantel. Und 69,90 habe ich euch schon gesagt. Und hier nochmal die drei Modelle. Ist immer dasselbe Modell, aber nur damit ihr seht, wie es aussieht. Das ist der Tweed, der Fischgrat-Tweed. Das hier ist die Teddy-Variante in einer anderen Farbe. Ich habe den euch in Rost Orange gezeigt. Und das ist die Variante mit dem Braune. So sieht's aus. Das sind die drei. Alles dasselbe Schnitt. Alles doppelreihig mit Leistentaschen, wirklich toll gemacht. Aber sieht jedes Mal komplett anders aus. Ja, wie geht's euch dabei? Habt ihr Spaß? Also wenn es euch gefällt, könnt ihr mir ja irgendein Zeichen, irgendein Lebenszeichen von euch, irgendwie ein Herzchen oder ein Winkel oder so, dann weiß ich, dass ich nicht alleine bin hier im World Wide Web, weil hier gerade bin ich ganz alleine. Ich mache jetzt aber trotzdem weiter für euch. So, ich habe einen wunderschönen Rock. Schaut mal hier. Wunderschönen Rock. Und der ist tatsächlich aus einem Stoff gemacht. Das ist ein langer Rock und hat unten eine angesetzte Stufe. Und das ist ein Panel. Das ist ein wunderschönes Panel aus Viskose Crepe. Den habe ich in dieser Farbe. Aber ich habe ihn noch in einer anderen Farbe da. Habe sie beide dabei. Und ich zeige es euch auch gerne
Beide. So, das ist der erste. Das ist der, der auch abgebildet ist. Das Schöne an diesem Stoff ist, das ist der Grundstoff mit diesem großen Blumenmuster. Sieht so aus. Das ist der Grundstoff. Und dann sind da zwei Streifen dran gemacht. Einmal der mit dem kleinen Karos, mit diesem grafischen Muster. Und dann ist da nochmal ein Streifen, der so ein bisschen. Ja, das sind auch diese Blüten nochmal mit einer anderen Grundfarbe. Seht ihr, da ist schwarz als Grundfarbe und da ist blau. Und da fängt dieses Panel wieder von vorne an. So sieht's aus. Und daraus ist jetzt dieser Rock gemacht. Wirklich wunderschön. Ein wunderschöner Crepe. Das sind die Farben nochmal, damit ihr sie seht. Schaut mal, er ist wirklich ganz, ganz toll. Und es ist ein schwererer Viskose-Crepe, das heißt, es ist wunderbar geeignet auch für einen Rock, den wir jetzt in der kühleren Jahreszeit auch tragen können. Da der ja auch lang ist, kann man da ganz toll Stiefel, Stiefeletten, dicke Strümpfe, lange Unterhosen oder was auch immer dazu tragen. Es sieht sensationell aus und wir sind einfach pudelwohl, ganz warm angezogen. Können wir uns noch nicht vorstellen jetzt, aber die Zeit kommt, ihr werdet noch dran denken. So, das ist die eine Variante. Und wir gucken nach dem Preis. Das ist 29,90 Euro und der Preis 100% Viskose und 1,40 breit. 1,40 breit, 29,90 Euro hier für diese Variante. So, und ich zeige euch aber noch die zweite Variante. Die zweite Variante, ich lasse den hier, den kommt gleich bei mir in die Kiste. In die Kiste verstecken. So. Die zweite Variante finde ich auch total sensationell, weil ich finde die Farben so toll. Ich liebe ja grün. Und hier ist grün und schwarz und lila. Schaut mal, das ist die zweite Variante. Da ist wieder dieser dunkle Stoff, der mit diesen wunderschönen, es sieht ein bisschen aus wie Paisley, ein bisschen aus mit Blumen, aber das ist so der Grundstoff. Dann kommt hier wieder diese geometrische Geschichte als Zwischen und da unten grün, grundig, sind die Blumen wieder drauf. Ja? Und im Ganzen, seht ihr das da unten, sieht der so aus. Und von diesen Stoffen starte ich natürlich immer bis zu diesem Ding hier ab. Also ich mache da nicht dazwischen. Wir müssen dann gucken, wie lang denn so ein Stück ist. Ich kann es ja gerade mal messen. Ich kann es mal messen für euch. Dann sieht man, wie lang das Panel ist. Das ist, Moment, 1 Meter und 15. So ein Panel ist 1,15 Meter, das heißt, ich kann euch entweder einmal 1,15 oder zweimal 1,15, das wären dann 2,30 Meter. Also so gehen diese Stoffe über den Ladentisch, weil ich kann natürlich nicht dazwischen irgendwo abschneiden, das macht man nicht. Ja? 1,15 Meter ist ein Rapport von diesen Stoffen. Und das ist wieder 100% Viskose, so wie der andere auch. Und der Meterpreis ist hier 29,90 Euro. Wunderschön, so sieht es aus. Nur damit ihr es wieder mal gesehen habt. Also es sieht einfach wirklich, es ist wirklich super, super schön und es gefällt mir richtig gut. Und das sind die letzten Sachen, die ich euch aus dem, in der Heft sind noch viel, viel mehr Sachen drin, aber ich kann euch nicht alles zeigen. Das würde tatsächlich den Rahmen sprengen und irgendwann wollt ihr mir auch nicht mehr zugucken. Kann ich auch verstehen, es gibt ja auch interessantere Dinge, als mir den ganzen Tag zuzuschauen. Aber ich weiß nicht genau, ob die Jasmin euch diesen Stoff hier schon gezeigt hat, aber da gibt es natürlich einen Schnitt dazu. Das ist auch eins mit Raglan und es hat vorne so eine Drapierung. So eine Bindedrapierung finde ich super schön. Und diese Kleider werden teilweise aus, das ist jetzt ein Jersey, ein Viskose Jersey. Dann gibt es das hier. Ist das ein Jersey? Das ist auch ein Viskose Jersey, aber klein gemustert. Schaut mal, das ist genau dasselbe Kleid. Und das hier, etwas moderater, aber das ist jetzt ein Viskose Gewebe mit Elastan. Und der Stoff ist so weich, dass man da tatsächlich auch dieses Kleid ohne Verschluss machen kann, weil man da so reinschlüpfen kann.
Das sind also die drei Varianten. Es ist immer dasselbe Kleid. Da ist nochmal die technische Zeichnung. Die haben die aus dem Gewebe. So. Aus diesem Jersey. Und aus diesem Jersey gemacht. Hier ist nochmal die technische Zeichnung. Und ich zeige euch jetzt die Stoffe dazu. Das ist das letzte aus dem Heft. Das Heft kriegt ihr bei uns natürlich auch. Ja, entweder ihr das, was kostet das? Das kostet 7,90 Euro kostet das Heft. Das gibt es bei uns käuflich zu erwerben. Und jetzt die Stoffe noch. So, das ist der erste Stoff. So sieht der aus. Es ist also eine schwerere Jersey-Qualität, also passend für den Winter haben sie da ein bisschen, die Garndicke ist ein bisschen mehr. Das heißt, wenn das verstrickt wird, ist der Stoff einfach schwerer. Man ist angezogener als mit den dünnen sommerlichen Viskose-Jerseys. Also wirklich eine Winterware. So sieht das aus. Schaut mal, so sieht das aus. Wunderschön in diesem Batik-Verlaufstil. Und ich guck mal, was draufsteht. Hab bestimmt irgendwo einen Zettel. Da ist er. So, 97% Viskose und 3% Elastan. Dann gibt es wieder 100%. Der Preis ist 29,90 Euro für diesen wunderschönen bärenfarbenen Stoff. Das ist Nummer 1. Nummer 2 war auch dieser Viskose-Jersey. Das sieht ein bisschen aus wie Animal Print. Und ein bisschen weiß ich nicht. Aber er sieht interessant aus. Schaut mal. Er ist alles andere, noch nicht langweilig. Er ist ganz klein gemustert. Da ist ein bisschen lila und das Gelbe ist natürlich dominanter. Ein bisschen von diesem braun, dunkelgrün. Aber es ist einfach super schön. Ein bisschen gesprenkelt, ein bisschen wie Leo, aber es ist kein Leo. Einfach kann man der Fantasie freien Lauf lassen. So sieht er aus. Da sind meine Hände und das Lila, finde ich, das reißt so richtig raus, weil das so ein bisschen interessant macht. Macht es ein bisschen interessant. So sieht er aus. Schaut mal, wunderschöner, auch wieder diese etwas schwerere Viskose-Qualität. Die könnt ihr natürlich auch für Overalls, für Shirts, für was auch immer ihr machen wollt. Ein tolles Schnittmuster, was ihr zu Hause habt, aber das ist das, was ich euch als Team anbieten kann. Wir haben 92% Viskose und 8% Elastan. Das heißt, wenn ihr daraus zum Beispiel auch eine Hose oder ein Overall macht oder so, die 8% Elastan machen das natürlich sehr, sehr tragekomfortabel. Weil dann geht natürlich der Stoff geht immer wieder in die ursprüngliche Lage zurück oder in die ursprüngliche Form zurück und ihr habt keine Bullen und Dellen. Super cool. Ja. Also gut zu wissen, finde ich. Und der Preis ist 35,90 Euro. 35,90 Euro für dieses wunderschöne Viskose-Jersey-Stöffle von Hilco mit 8% Elastan. Und last but not least habe ich hier dieses Gewebe. Und das ist wieder, es sind keine Blumen, aber es ist auch keine Geometrie. Ich überlasse es jetzt euch, da euch eure Fantasie irgendwie freien Lauf zu lassen. Es sind wunderschöne Farben. Ocker, Camel, Naturweiß, ein bisschen dunkelrot. Es ist wunderschön. Ein ganz toller Stoff, ein viskose Gewebe mit dem gewissen Etwas. Da, seht ihr das? Das ist so elastisch und deswegen schreiben die im Heft zum Beispiel auch, dass man damit das Kleid machen kann, auch ohne Verschluss, weil der Stoff elastisch genug ist. Das Kleid wird wahrscheinlich auch eine gewisse Bequemweite haben, dann ist das kein Problem. Wir haben 3% Elastan bei 97% Viskose und der Preis ist 29,90 Euro. Schaut mal, hier. Ganz toll. Typische Herbstfarben, nicht so groß gemustert und wirklich, also dafür, dass es 3% ist, finde ich den super elastisch. Geht richtig gut. So, das war's aus dem Heft. Die Modelle sind alle aus diesem Heft. Tada! Das Heft gibt es bei uns und die Stoffe gibt es natürlich auch bei uns. Tritt einfach mit uns in Kontakt auf den üblichen Wegen. Ich habe noch was. Sieht man das da? Seht ihr das da hinten? Da liegt noch Wolle.
da liegt noch Wolle. Ich habe gedacht, ja. Zeige euch noch ein bisschen was. Zwei Projekte. Das ist das eine Projekt. Und das ist das andere Projekt. Aber alles nacheinander. So. Die Evi, die ist immer super fleißig. Und die ist auch super schnell. Ich habe keine Ahnung, wie sie das macht. Ich bin immer ein bisschen neidisch. Aber die Evi kann das halt. Die Evi hat gestrickt. Schaut mal. Ist das nicht ein Traum? Ist das nicht ein Traum? Also jetzt im Moment ist es warm, weil wir haben, glaube ich, 30 Grad draußen. Aber ich finde den Pulli einfach sensationell. Einen kurzen, kastigen Pullover mit einem wunderschönen Ajourmuster. Die Farbzusammenstellung ist natürlich auf Evis Fantasie gewachsen. Aber ich habe die Anleitung zu dem Pullover und ich weiß, aus was für einer Wolle sie den Pullover gestrickt hat. Der ist ganz, ganz flauschig, ganz weich, und dadurch, dass der halt diese Löcher hat, ist es natürlich auch eine Geschichte, die man super schön über irgendwelche Sachen anziehen kann und auch in Räumen, in geheizten Räumen später dann auch gut zu tragen ist, weil das nicht so die Hitze sich nicht drunter staut. Also wirklich ganz toll. Hat hinten den Schlitz, da unten, schaut mal. Habt ihr den Schlitz gesehen? Das ist unten und das ist oben. Und ich zeige euch jetzt mal, was die Evi da gemacht hat. Die Evi hat Eco Puno verstrickt. Die Evi hat Eco Puno von Lana Grossa verstrickt. Und zwar hat sie da von der Seta Suri ein Garn mitlaufen lassen. Das ist so ein ganz dünnes, flauschiges Garn. Und das gibt dann halt dieses flauschige, dieses gewisse Etwas hier. Das ist genau das. Das ist die Eco Puno und das Flauschige ist die Seta Suri da oben drüber. Und dazwischen hat sie eine Meilenweit gestrickt. Und zwar ist es diese Meilenweit hier, die sie dazwischen gestrickt hat. Schaut mal, da seht ihr, es passt wunderschön zusammen. Meilenweit in einem Color Mix. Ja. Multi. Meilenweit Color Mix Multi. Das hat sie verstrickt miteinander. Das sieht super schön aus. Also in die Eco Puno hat sie einfach so ein Flauschgarn mit dazu genommen und die hat sie solo gestrickt. Und dann ist das dabei rausgekommen. Finde ich super schön, sensationell. Die Streifen hat sie natürlich selber einfach so gemacht, wie es ihr einfach am besten gefallen hat. Hat sie die Abstufungen gemacht, finde ich sehr, sehr gelungen. Und jetzt zeige ich euch noch, also wegen Menge und so müssen wir uns dann einfach gezielt unterhalten, da müssen wir dann schauen. Aber dieses Heft habe ich noch genau einmal, das ist das letzte. Aus diesem Heft hat sie das Modell 33 genommen. Das ist das Modell, was sie gestrickt hat. Hier, Modell 33 aus diesem Heft. Das ist das Modell. Hier ist es natürlich mit einer mit einem anderen Garn gemacht. Aber sie hat dieses Modell aus diesem Heft gemacht. Und dieses Heft habe ich noch genau einmal. Das könnt ihr gerne haben. Wer zuerst kommt, strickt zuerst. Wie gesagt, wunderschöne, wunderschöne Wolle, ein ganz tolles Modell aus diesem Heft. So, und dann habe ich noch genau eins. Ich habe Wollknäuel, dicke Wollknäuel, richtig dicke Wollknäuel. Schaut mal, so sehen die aus. Die sind richtig toll. Und das ist die Gomitolo Fusione. Gomitolo heißt Knäuel. Gomitolo heißt Knäuel auf Italienisch und Fusione heißt einfach ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Farben. Ich habe diese drei Farben mitgebracht. Wir haben sie in allen anderen Farben auch. Also alle Farben, die es davon gibt, haben wir hier im Laden. Aber die drei habe ich euch einfach mal mitgebracht. Ja. Und wir haben ein Heft. Ein Lana Grossa Gomitolo Spezial. Natürlich haben die auch ein Heft dazu gemacht. Und da habe ich drei Modelle rausgesucht und deswegen habe ich die Wolle auch dabei. Das eine ist eigentlich ein relativ glatt gestrickter Raglan-Pulli mit einem großen Kragen, Rollkragen da oben. So sieht das aus. Wirklich wunderschönes Modell. Ein Raglan-Pulli,
glatt gestrickt, also eigentlich relativ simpel. Und das Spezielle ist halt, die Farben und der Effekt kommt durch die Wolle ganz allein. Und das ist diese Geschichte hier. Gomitolo Fusione in dieser Farbkombi. Ja? Das ist die Farbe 2027. Einen wunderschönen Pullover mit Raglan und hohem Halsausschnitt aus diesen wunderschönen Farben in Lila und Grün. Hm? Lila und Grün. So, da habe ich noch zwei andere Zeichen drin. Das nächste ist eine Jacke. Eine Jacke mit einem wunderschönen Zopfmuster und einem Kapuze. Das ist das hier. Auch wunderschön lässig, auch etwas länger gemacht. Wie gesagt, die Länge der Modelle könnt ihr individuell auch selber entscheiden. Auch diese Jacke hat einen Raglan. Ist mit Raglan gestrickt. Und es wäre diese Geschichte. Schaut mal. Na, diese Farben zu diesem Modell aus dieser wunderschönen Heft. Eine wunderschöne Wolle. Wir haben 60% Schurwolle und 40% Polyacryl. Das heißt, die ist pflegeleicht und die läuft mit 200 Gramm 700 Meter. Also ein richtig großer Gomitolo, ein großer Knäuel, 700 Meter bei 200 Gramm. Richtig, richtig toll. Und da haben die diese Jacke draus gemacht. Finde ich sensationell. Wie gesagt, Wolle habe ich und das Heft habe ich auch. Und ich habe noch ein. Ah, da. Das hier ist, ich kann euch nicht sagen, ob das gehäkelt und gestrickt ist. Moment. 28. Ich guck mal rein. 28. Habt ihr einen Moment Zeit? Ich muss nach dem Modell 28 gucken, weil das macht mich jetzt neugierig, ob das jetzt gehäkelt und gestrickt ist, weil ich habe gedacht, es ist gehäkelt. Ein Häkelpullover, Gott sei Dank, es war richtig. Danke, danke für die Kommentare zur Wolle. Das ist jetzt tatsächlich, deswegen habe ich es rausgesucht, weil es gibt ja auch welche, die nicht stricken, sondern häkeln. Das ist ein Häkelpullover, auch mit Raglan. Die Bündchen sind gestrickt, der Rest ist gehäkelt. Wunderschöne Pulli mit Lochmuster und, wie könnte es anders sein, ich habe auch diese Wolle hier. So sieht das aus, der große Gomitolo, 200 Gramm, 700 Meter, hier. Genau, den Preis kann ich euch nicht sagen, den habe ich nicht geguckt. Das ist so, Moment. So, der Preis ist 19,95 Euro. Gibt ja Technik, wo man nachgucken kann. 19,95 Euro für diese 200 Gramm 700 Meter. Da ist das Modell dazu. Und in den Heft findet ihr auch noch ganz viele andere Modelle, auch aus anderen Gomitolo-Varianten. Wir haben die Fusione und ganz, ganz oft kann man die einfach auch austauschen. Das ist das Heft. Und das Heft gibt es für 5,50 Euro hier bei uns. Tada! Das war's. Ich finde, ich habe jetzt lang genug gequatscht. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Man kann ja doch auch alles so ein bisschen kombinieren, die Stricksachen mit den genähten Sachen oder wie auch immer, wenn die Abende jetzt doch auch schon wieder merkbar länger werden und es früher dunkel wird, setzt man sich vielleicht auch irgendwo gemütlich hin und strickt was oder tut das Schnittmuster ausradeln für die nächsten Sachen. Ihr findet alles, was ihr braucht hier bei uns. Knöpfe, Futter, Reißverschlüsse, Stricknadeln. Es gibt alles in Innenleben, gibt es alles bei uns auch. Fragt uns danach, wenn ihr zu eurem Projekt noch irgendwas braucht, werden wir das auch gerne beisteuern oder beilegen, einfach zu euren Stoff- oder Wollpaketen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Nachmittag. Hier bei uns ist noch wunderschönes Wetter. Genießt die Zeit. Die nächsten zwei Tage soll es furchtbar regnen. Vielleicht deckt ihr euch ja doch nochmal ein und dann könnt ihr auch schon richtig loslegen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, eine charmante Woche. Kontaktiert uns auf den üblichen Wegen und wir werden schnellstmöglich euch auch wieder zurückschreiben oder mailen und die ganze Geschichte erledigen und euch ganz, ganz schnell mit euren Wunschsachen beglücken. So sieht's aus. In diesem Sinne,
Tschüss, bleib gesund und bis bald. Tschüss.